Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Es gibt gerade frische Grapefruits und ich habe mir gedacht, mache ich doch direkt mal ein leckeres Rezept draus. Hier ist es, ein Heidelberg Grapefruit Kuchen, unglaublich saftig, unglaublich lecker und vor allem schnell zubereitet. Und damit starten wir jetzt auch direkt, nämlich mit den Zutaten. Dafür verwende ich 150 Gramm weiche Butter, 150 Gramm Zucker, etwas Salz und Vanilleextrakt, zwei Eier, 90 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 100 Gramm Grapefruitsaft, den habe ich frisch ausgepresst. Hier habe ich noch Blaubeeren, 200 Gramm, die sind frisch und 20 Gramm Stärke. Jetzt nehme ich die weiche Butter und die kommt mit Zucker, Salz und Vanilleextrakt in eine Rührschüssel und dann könnt ihr die Butterzuckermasse etwa 4 bis 5 Minuten richtig schön cremig verrühren. Dann gebt ihr in die Butterzuckermischung einfach die Eier dazu, rührt sie kurz etwa eine Minute lang ein und dann kann ich hier die trockenen Zutaten verrühren und gemeinsam mit dem Grapefruitsaft schön einrühren. Ich habe jetzt hier auch schon die Blaubeeren mit der Stärke ein bisschen ummantelt. Das sorgt auch dafür, dass die Blaubeeren da, wo sie im Teig sind, im Teig bleiben und eben nicht zum Boden sinken. Das gebe ich jetzt hier einfach noch mit dazu, kann es kurz vorsichtig unterheben und dann das Ganze schon in eine Kastenform einfüllen. Ich habe jetzt hier eine aus Glas, die ist auch schon gefettet. Ihr könnt aber auch jede herkömmliche Form natürlich benutzen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt einfach auf den fertigen Kuchen noch ein bisschen Puderzucker streuen und dann können wir ihn gleich gemeinsam probieren. Ich habe jetzt hier noch frische Blaubeeren drauf und ein paar Grapefruit-Stücke. Und so seht ihr, könnt ihr auch einen ganz einfachen Kastenkuchen einfach hübsch dekorieren und es sieht gleich ganz besonders aus. Jetzt schneiden wir ihn mal an. Aber der sieht schon richtig saftig und richtig lecker aus. Guckt mal. Wonderful. Richtig gut. Nicht zu süß. Richtig saftig. Genau richtig mit den Heidelbeeren. Perfekt. Das Rezept findet ihr auf lidlkochen.de. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Und ich muss sagen, der Grapefruit-Geschmack kommt auch richtig gut raus. Also probiert es gerne aus. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lidl lohnt sich.